Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Filmfreunde. Heute geht es weiter mit meinem Mittelerde Rewatch und wir besprechen heute den zweiten Teil der Hobbit-Trilogie. Ich packe die Mittelerde-Playlist unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe beim ersten Hobbit-Film ja auch so ein bisschen meine Geschichte zu Mittelerde, zu Herr der Ringe und Ähnlichem erzählt und möchte hier natürlich auch nochmal die Spoilerwarnung aussprechen, dass es in dem Video zu Spoiler nicht nur innerhalb des Hobbits-Universums sozusagen kommt, sondern auch zum Herrn der Ringe Verknüpfungen geschaffen werden. Also wenn ihr da irgendwie nicht gespoilert werden wollt, ja, dann Vorsicht, das wird auf jeden Fall passieren. Heute nehmen wir uns den zweiten Teil vor und nicht wundern, ich habe ein paar Notizen in meinem kleinen Notizbuch gemacht. Und ich spreche auch immer nur von den Extended Editions. Ich habe die Kinofassungen von allen sechs Filmen gesehen und kann mich aber da tatsächlich nicht mehr erinnern, was ist da der Unterschied, was ist da eine Szene mehr oder weniger. Das fällt mir immer so bei der ersten Extended Edition Version schauen sozusagen auf. Da denke ich, oh, die Szene kennst du noch nicht, aber danach weiß ich das nicht mehr. Also gerade wie jetzt auch beim Herrn der Ringe, wo das Kino ja vor 20 Jahren her ist oder auch ich glaube jetzt der zweite Hobbit-Film kam 2012, 2013 in die Kinos, irgendwie so. Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben. 2013. Da muss ich sagen, da kann ich mich nicht mehr so richtig dann dran erinnern, was da die Unterschiede sind. Wir haben hier in der Extended Edition auch wieder fast 3 Stunden Filmzeit und das hatte ich beim ersten Teil schon gesagt, dass ich wirklich diese 9 Stunden für ein Buch, das keine 300 Seiten hat, einfach viel zu viel finde. Und beim dritten Teil kommt dann auch mal noch so eine Erwartungshaltung dazu, über die wir dann sprechen. Aber man hat hier schon im zweiten Teil gemerkt, wie sehr Peter Jackson ausholt, was er in die Länge zieht, welche Szenen er auch dazu gedichtet hat oder irgendwo hergenommen hat. Und da merkt man schon, dass er einfach irgendwie Zeit geschaffen hat. Das ist nicht alles schlecht. Ich möchte auch gar nicht so meckern. Ich habe ja auch dem ersten Teil der Hobbit-Reihe eine relativ gute Punktzahl gegeben. Muss aber schon sagen, dass beim zweiten man schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Aber beginnen wir einfach mal mit dem Film. Wir sind hier im Pre, das kennen wir schon aus dem Herrn der Ringe und treffen dort auch im tänzelnden Pony auf Thorin Eichenschild, der dort unterwegs ist. Der hat bedrohliche Blicke, irgendwann kommt Gandalf und die beiden unterhalten sich über den Erebor, also über den einsamen Berg, über den Schatz, der dort verborgen liegt, über Smaug, den Drachen, der dort im Grunde ja auch auf den Arkenstein sitzt, also sozusagen dem Königsjuwel, das eben den Zwergenherrscher als jenen ausweist. Und das war, ich glaube, ein Jahr vor den eigentlichen Abenteuer. Und dann geht es auch so ein bisschen um die Karte, um den Schlüssel und den Vater von Thorin. Und das wird so ein bisschen besprochen. Und dann gibt es auch direkt einen Switch. Wir wissen natürlich, dass dieses Abenteuer schon in Gange ist. Und dort sind wir dann jetzt eben auch wieder mit den Zwergen und auch Bilbo unterwegs. Wir werden von Orks und auch Azog verfolgt. Zu Azog habe ich ja schon im ersten Film gesagt, dass es den nicht mehr gibt. Der ist tatsächlich getötet worden von Thorins Vater, nein, Großvater. Und es macht gar keinen Sinn für mich und auch eigentlich für die Geschichte nicht, dass man so einen starken Bösewicht hier drin hat, weil eigentlich ist der Bösewicht in der Hobbit einfach der Drache, das ist Smaug. Und dann eben auch so ein bisschen, ja, was so Zwischenmenschliches oder Zwergisches und Elbisches passiert. Für mich hätte es Azog diesen weißen Ork überhaupt nicht bedarf. Unsere Gruppe wird also verfolgt, treffen dann auf einen großen Bären und wir treffen dann eben auch Beorn und der ist ein Hautwechsler und das Besondere, was mir da immer wieder positiv auffällt, ist, dass der gesprochen wird von David Nathan und das ist natürlich der Synchronsprecher, finde ich, in Deutschland. Da hat man direkt so, wieder so ein paar wunderbare Vibes im Ohr. Der erzählt uns eben seine Geschichte. Ich finde den Charakter toll umgesetzt. Ich finde es toll, wie er aussieht, wie auch sein Gesicht gestaltet ist, wie er rüberkommt, wie er diese eigentliche irgendwie Neutralität verkörpert, sehr naturverbunden ist, sehr tierlieb ist, aber eben auch sagt, er hasst eigentlich Zwerge, aber Orks mag er eben noch weniger. Und er erklärt das auch so ein bisschen, erzählt uns das auch zum Thema, was mit den Orks und so ist und er hilft unserer Gemeinschaft nun, um eben, dass die weiterkommen, dass sie zum Berg kommen und hilft ihnen sozusagen auf der Flucht. Dann angekommen am grünen Wall, beziehungsweise am
damaligen Grünwald, jetzt ist es ja der Düsterwald, wo auch Waldelben leben, gibt es ein wunderbares Gespräch zwischen Gandalf und Bilbo. Das mag ich so gerne. Da geht es um darum, was Bilbo im Stollen im ersten Teil gefunden hat. Und er sagt nicht, dass er einen Ring gefunden hat, sondern dass er dort Mut gefunden hat. Und das ist so ein wunderbarer Dialog, der diesen Anfang dieser besonderen Freundschaft so wunderbar unterzeichnet. Und es ist ja nicht so, den Eindruck hat man dann später im Herrn der Ringe, als wenn da 60 Jahre vergehen und die hätten sich nicht gesehen. So ist das irgendwie nicht. Also weil ja Gandalf im Herrn der Ringe irgendwann sagt, oh, du bist um keinen Tag gealtert. Die haben sich zwischendrin eben besucht und auch gesehen. Und auch der ein oder andere Zwerg war immer mal mit im Auenland während dieser Zeit. Und ja, also das ist so ein bisschen, wo man denkt, die beiden haben eine Freundschaft, die haben sich gesehen, die haben sich geschrieben und da darf man sich vom Herrn der Ringe nicht ganz so ja, im Grunde täuschen lassen. Am Düsterwald angekommen, stellt aber Gandalf fest, dass er nach Dol Guldur macht. Er bekommt eine Stimme von Galadriel zu hören, die sagt, geh dahin, treff dich mit Radagast, da passiert irgendwas, der Nekromant wird stärker. Und ach, für mich macht das mit dem Nekromant nur so bedingt Sinn. Es passiert nicht während dieser Reise, es ist während des Hobbits schon klar, dass der Nekromant Sauron ist, dass das alles passiert ist. Ich weiß warum, oder ich kann mir vorstellen, warum man das eingebaut hat, um eben diese Verbindung zum Herrn der Ringe zu schaffen. Das ist für mich auch in Ordnung, aber ich hätte das so ein bisschen, ach, nicht so parallel laufen lassen, weil Gandalf eigentlich viel, viel mehr mit dabei ist und es ja immer so wirkt, wie wenn er verschwindet und dann zufällig wieder auftaucht. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und ich mag es auch nicht, wenn wir dann eben dort ankommen, in Dol Guldur, wie Radagast dargestellt wird. Also ich finde das wirklich schwierig und es gibt auch für Gandalf gar keinen Grund, so blindlings da reinzulaufen. Und ah, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Beim Nekromanten gibt es ja dann auch die Ringgeister und das ist dann ja auch der Hexenmeister von Angmar. Das spielt dann alles in diesem Erzählstrang eine Rolle. Ich finde das nicht schlecht. Für mich hätte es das aber nicht gebraucht, weil ich das Abenteuer rund um Bilbo und die Zwerge schon spannend genug gefunden hätte. Die Truppe trennt sich jetzt nun also, das heißt die Zwerge mit Bilbo gehen jetzt eben in den Düsterwald, sollen eigentlich dem Elbenweg folgen, kommen davon aber irgendwann ab und treffen auf die großen Spinnen, also auch Nachfahren oder ja, von den großen Spinnen von Morgoth. Und da kennen wir dann zum Beispiel aus dem Herrn der Ringe auch Kankra. Und das, ja, so hat das im Grunde angefangen. So ist auch der Düsterwald zum Düsterwald geworden, eben immer dunkler, düsterer, bedrohlicher. Und es gibt dann eben ja eine sehr brutale Szene von Bilbo zu einer kleinen, ich sag jetzt mal Babyspinne, obwohl die immer noch größer war wie er. Und das hat für mich so gar nicht gepasst zu Bilbo. Also, ah, der Ring hat noch keinerlei Wirkung, auch nicht so schnell. Und es macht für mich auch überhaupt keinen Sinn, dass Bilbo hier schon diese Aggressivitäten bekommt. Der Ring, ja, sucht noch nicht nach seinem Herrn und der Herr auch noch nicht nach seinem Ring. Das heißt, diese Wirkung, die wir von Frodo zum Beispiel kennen, dass das so schnell gegangen ist, das hat Bilbo überhaupt nicht gespürt. Das ist dann auch beim Herrn der Ringe so, wo ich denke, ah, das macht einfach keinen Sinn. Auch nicht wie Bilbo als Mensch oder als Hobbit eben ist. Und das fand ich eine ganz schlimme Szene, wo ich dachte, warum hat man jetzt schon so einen Twist in Bilbo gesetzt, der eigentlich gar nicht dahin gehört, der auch gar nicht zur Geschichte beiträgt. Das finde ich tatsächlich nicht so gut. Und dann kommt etwas, worüber sich wahrscheinlich streiten lässt und das sind mir dann auch eure Gedanken in den Kommentaren, finde ich mal ganz spannend. Dann taucht auf einmal Legolas auf. Ja, das Auftauchen von Legolas macht durchaus Sinn, weil in diesem Waldlandreich ist er eben der Elbenprinz, weil sein Vater Thranduil eben der König ist und er eben der Prinz, der Sohn ist. Das könnte ich tatsächlich noch verschmerzen. Also, dass Legolas in dieser Geschichte auftaucht, um auch wieder einen Bogen zu spannen zum Herrn der Ringe, okay. Ich finde es auch ganz niedlich, als er ein Gespräch hat mit Gloin, was ja Gimlis Vater ist und dann im Grunde schon ein Bild von Gimli sieht und sich das so ein bisschen auslässt, weil Elben sind eben nicht gut zu sprechen auf Zwerge und umgekehrt. Und wo man dann ja natürlich schon weiß, ach, irgendwann werden die total dicke befreundet sein und Mittelerde bereisen und unsicher machen und das ist so ein Moment, wo man so zu Hause ankommt. Ne? Dann kommt aber Tauriel. Und das ist wirklich mein Puls 180 Faktor. Zum einen gibt es in der Geschichte keine rothaarigen Elben. Denn die Haarfarben der Elben zeigen eben auch wieder, wo sie herkommen, von wem sie abstammen. Und es gibt eben drei Arten von Elben,
die unterschiedlich auf die Welt gekommen sind von Ada, die unterschiedliche Herkünfte sind. Und es macht einfach keinen Sinn, dass wir eine rothaarige Elbin haben. Gut, darüber könnte ich theoretisch noch hinwegsehen. Aber es gibt einfach keine Kampfelbinnen und auch es gibt keine kämpfenden Frauen im Mittelerde-Universum außer Eowyn, die eben in Herrn der Ringe genau dazu auch besprochen wird, dass das eben Männersachen sind. Und es gibt keine Elbin die da irgendwie eine Kampfrüstung anhat, die da kämpft und dann auch noch der Hauptmann dieser ganzen Legion ist oder die Hauptfrau. Das gibt es einfach nicht. Und ich verstehe das nicht, warum wir hier so eine merkwürdig über tolle, sichere, starke Elbin gebraucht haben. Das widerspricht für mich absolut, wie Tolkien Elben erschaffen hat und was ihre Art war zu leben. Und es gibt nun mal sehr klare Beschreibungen, wie die einzelnen Lebewesen in Mittelerde, wie die ihren Ursprung haben, ihre Herkunft. Es gibt so viele Informationen, wie die aussehen können und werden. Das wird bestimmt auch nochmal ein Diskussionsthema, wenn dann die Serie kommt, weil da auch so Änderungen drin sind, wo ich denke, naja, man muss hier nicht immer alles umbiegen. Wir haben hier so eine große Welt, die so vielschichtig ist. Und ich kann mit ihr wirklich nur schwer leben. Und es wird gefühlt noch schlimmer, umso länger dieser Film dann geht und im dritten Teil. Och, da rege ich mich dann noch mehr tierisch auf. Aber ich glaube, die Szene, ja, die kommt dann auch noch hier später. Also ich kann das nicht verstehen, dieses Kampfelbische, ich mag es nicht. Und ich muss auch sagen, auch die Schauspielerin ist mir jetzt nicht ganz sympathisch. Ich mochte die auch schon bei Lost nicht. Aber davon abgesehen, es macht keinen Sinn, warum die da auftaucht. Also ja, dass man da vielleicht von Elben gerettet wird, okay. Aber das ist auch im Buch so. Also von Elben gerettet, aber eigentlich ja dann von Elben in Gefangenschaft genommen werden. Aber und dann gibt es diese Flirterei zwischen dem Zwerg Kili und ihr. Und da bin ich komplett raus. Dazu komme ich aber später. Dann treffen wir eben auch den Elbenkönig Thranduil, der optisch schon wirklich gut gemacht wurde. Also auch der Schauspieler Luke Evans ist Bart. Lipas heißt er, glaube ich. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch so diese leichte Arroganz, die er ausstrahlt, auch, ja, so ganz extrem war Thranduil nicht. Er war, glaube ich, schon tief im Herzen schon ein guter Elb, vielleicht nicht ganz so wie Elrond, wie wir ihn kennen, aber dass er gar so brutal, böse und gehässig ist, das passte für mich nicht ganz zu Thranduil. Aber ich mochte so diese elbische Arroganz, dieses Erhaben über diesen niederen Lebewesen. Das kennen wir ja zum Beispiel auch von Elrond, der dann mal so ganz abschätzig zu Gandalf sagt, ach Menschen, was will man von denen erwarten? Und das passt schon ganz gut. Mir war es ein bisschen zu drüber. Aber ich mag trotzdem die Szenen mit Thranduil sehr gerne. Ich mag auch dieses Gespräch zwischen ihm und Thorin, dass die hier verhandeln wollen und Thorin aber keine Lust hat, etwas von seinem Schatz abzugeben. Und dann gibt es ja die Flucht über die Stromschnellen, also dass Bilbo sich ja durch den Ring unsichtbar gemacht hat, dann die in diese Weinfässer sozusagen reinpackt. Und das ist total schrecklich. Diese Szene finde ich einfach too much, wie dann auch noch Legolas über Köpfe springt, wie die rein und raus und dann wird auch noch Kili verletzt. So ein Schwachsinn. Das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Das gibt es auch im Buch nicht. Im Buch ist es ja so, dass Bilbo sie zwar in diese Weinkisten packt, in diese Fässer, dann im Grunde auch zumacht und dann einfach schwimmen lässt. Und da gibt es keine Auseinandersetzungen mit Orks und so weiter, weil es eben auch einfach Azog und diese Orkjagd nicht gibt. Und ja, es ist bestimmt Spannung. Ja, wahrscheinlich. Für mich nicht. Für mich ist das zu viel. Für mich ist das total unrealistisch. Und ja, ich weiß, dass wir in einer Fantasy-Welt sind. Aber es macht für mich einfach keinen Sinn, wie diese Szenen gemacht sind. Auch dieses extrem Schnelle, das fand ich auch in 3D tatsächlich einfach viel zu viel. Was da passiert, wer mit wem und wann und wo. Und dann muss natürlich auch Tauriel da wieder mitmischen. Och, es ist einfach nur schrecklich. Also das geht für mich tatsächlich gar nicht. Ich habe das auch nicht verstanden, was das sollte. Dann merken wir aber, okay, als wir dann dort ankommen, dass wir gar nicht so weit von Seestadt weg sind. Das heißt auch der Erebor, der einsame Berg, ist gar nicht so weit. Und dann treffen wir auf Bart aus der Seestadt. Und der spielt ja dann nochmal eine sehr große Rolle in diesem Universum. Er wird hier halt so als Schmuggler dargestellt oder darf im Grunde diese Fässer transportieren, nimmt dann eben auch die Zwerge mit, lässt sich da auch wirklich mehr als gut bezahlen und
er lässt sie dann auch in ihr Heim und eigentlich hat Bart, soweit ich weiß, auch gar keine Familie. Ich kann mich da gar nicht erinnern. Ich mochte aber, wie Seestadt gezeigt wird. Also optisch, wenn Orte, Länder, Städte gezeigt werden, ich finde, das kriegt Peter Jackson wirklich großartig hin. Das macht super viel Spaß. Also egal, ob wir von Auenland reden, vom Bruchtal oder hier von der Seestadt, das ist richtig, richtig toll gemacht. Und man bekommt auch so dieses Gefühl, wie muffig und stickig das alles ist, dass dieser frühere Reichtum eben einfach weg ist, dass hier keiner zufrieden ist. Und das tatsächlich gefällt mir ganz gut. Und dann wird uns eben auch erzählt, dass es eine Zwergenwindlanze gibt. Und ja, da wissen wir jetzt auch, wo Game of Thrones geklaut hat. Ich glaube, in der 7. oder 8. Staffel. Und ja, es gibt eben diese Lanze, die hat besondere schwarze Pfeile. Und nur mit denen kann man eben die Drachenhaut, die Drachenschuppen durchdringen und kann einen Drachen töten. Ja, ist auch so im Buch, aber man hat dem hier viel zu viel Aufhebens gegeben. Dann sind wir wieder in Dol Guldur bei Gandalf, der dann eben merkt, okay, die Gräber sind geöffnet, der Hexenmeister von Angmar ist wohl wieder auferstanden und er merkt dann auch, es ist eine Falle und er schickt Radagast los, dass er Galadriel rufen soll und dann wird er dort in Gefangenschaft genommen. Also ja, ich glaube, mich zu erinnern, dass das tatsächlich irgendwie der Fall war, dass er dort das entdeckt hat, aber eben nicht zur Zeit des Hobbits. Also das war alles schon klar, Sauron war schon da. Deswegen war ja eigentlich die Reise auch im Buch so wichtig, dass man gesagt hat, wenn Sauron jetzt wieder da ist, wir müssen den Berg, wir müssen Smaug irgendwie für uns gewinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Landkarte von Mittelerde. Und das dürfen wir nicht Smaug oder gar Sauron überlassen. Dann findet sich am Eingang des Berges, da sind wir dann mittlerweile angekommen, es gab eine Riesendiskussion mit dem Bürgermeister und ach, da haben wir dann auch wieder so ein bisschen so diese negativen Menschen, wo ich denke, ah, die kommen in dieser Welt, in diesen Filmen auch immer nicht so gut vor. Und dann sind wir eben am einsamen Berg, wir sind am Erebor und dort wird dann eben die Tür gefunden und wir haben ja auch den Schlüssel und Bilbo findet das alles. Und dann soll er jetzt eben nach unten gehen zu dem Schatz und soll den Arkenstein finden, also das Königsjuwel. Und da treffen wir dann Smaug. Im ersten Teil haben wir von Smaug nicht sehr viel gesehen, mein Fuß, mein Auge, mein Schatten. Hier sehen wir ihn jetzt in voller Länge. Es gibt eine wunderbare Szene, wo Bilbo sich versteckt und dann sieht man irgendwo da hinten den Kopf und irgendwo da hinten die Beine und er dann wirklich irgendwie so dasteht und sich abzeichnet und dann irgendwie und ein ganz entsetztes Gesicht macht. Großartig. Ich liebe diesen Szenen mit Smaug. Ich finde, dass mit Smaug ein ganz toller Charakter geschaffen wurde. Wir wissen seine Motivation, wir wissen, er ist ein Drache, wir wissen, dass er eigentlich im Grunde gar nicht so böse ist, aber wir verstehen eben, dass er diesen Schatz möchte, dass er etwas gegen Zwerge hat und diesen Schatz auch nicht einfach so hergeben wird. Und das, ich finde das toll. Ich liebe diese Dialoge, ich finde dieses Gespräch großartig. Natürlich ist es ein bisschen mehr und auch ein bisschen drüber, aber es hat unfassbaren Spaß gemacht. Und wenn man sich das Ganze jetzt noch in Originalsprache anhört, dann hört man hier Benedict Cumberbatch, was wirklich großartig ist. Ich glaube, im Deutschen ist es auch seine nicht ganz immer verwendete Synchronstimme, Sascha Rotermund, richtig, richtig toll. Also ich finde das sowohl auf Deutsch als auch Englisch einfach nur perfekt. Ich liebe dieses Gespräch, ich liebe ihren Austausch, ich liebe, wie Bilbo so seinen Charme einsetzt. Einfach richtig, richtig toll. Und ich mag auch, wie Smaug animiert ist. Also man kann viel über CGI meckern und kann man, aber auch gerade wenn man die Floßfahrt zum Beispiel denkt, aber hier, der Drache ist on point, er ist perfekt und sieht einfach nur großartig aus. Dann kehrt Bilbo im Grunde zurück zu seiner Gruppe, weil der Smaug als Drache einfach das nicht hergeben will, sie streitet und man merkt schon so ein bisschen, dass sich Thorin verändert. Und das passt für mich nicht so richtig. Also ja, es gibt diese Drachenkrankheit, es liegt in seiner Familie auch ein bisschen dieser Wahnsinn, der eben Gold und Silber ausstrahlt, aber dass das jetzt schon so einen Switch macht, also es soll das etwas andeuten, dann wird er aber auch wieder normal und im dritten Teil hat er dann gefühlt ganz den Verstand verloren, was so gar keinen Sinn macht, wie das so auf einmal passiert. Für mich passte es nicht so richtig. Und jetzt fangen die Zwerge dann an, den Drachen mit Feuer zu bekämpfen. Und da habe ich mir gedacht, hä, warum? Also der Drache spuckt Feuer. Und dann nehme ich einfach sein Feuer und spucke ihm das entgegen. Also, dass der Drache feuerfest ist, ist uns ja wohl hoffentlich irgendwie klar. Peter Jackson scheinbar nicht.
der jetzt dann auch noch irgendwie Gold schmelzen lässt und eine Goldfigur erstellen lässt, die den Smaug irgendwie anspuckt sozusagen, und dann ist er voller Gold und dieser ganze Thronsaal ist voller Gold und das sieht später auf jeden Fall nochmal gut aus, wenn Thorin so seinen Verstand verliert. Und also ja, aber das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ich einen Drachen mit Feuer bekämpfen? Hallo, dann nimm doch bitte irgendwo Wasser und versuch. Also das fand ich irgendwie, also das habe ich irgendwie nicht nachvollziehen können, was da so der Gedanke irgendwie war. Ja, am Ende wird aber auch Seestadt noch von den Orks, die ja die Zwerge verfolgen, wird angegriffen, weil ja auch ein Teil der Zwerge in der Seestadt verblieben sind, also alle um den kranken Kili herum, der Bruder, der Arzt und noch irgendwer. Was es so auch nicht im Buch gab, im Buch sind alle zum Erebor gereist, aber es kommt natürlich Hilfe, nicht nur durch Legolas, nein, natürlich kommt auch meine beste Freundin Tauriel und da platzt mir die Hutschnur. Also das ist wirklich ein Moment im Kino gewesen, wo ich mich tierisch aufgeregt habe. Und das Schöne war, dass 5 Reihen weiter vorne also mein Papa saß neben mir im Kino und hat gemeint, jetzt sei doch ruhig, reg dich doch nicht so auf. Und da habe ich gesagt, ich kann aber gar nicht ruhig bleiben und ich kann mich da ja auch dururchaus reinsteigern, wie man unschwer merkt. Und irgendwie so 5 Reihen vorher hat eine schon, sie hat doch recht. Dann dachte ich, ja, danke, vielen, vielen Dank. Ja, denn Tauriel kämpft jetzt nicht nur, sondern rettet die Familie von Bart, die es ja nicht zu retten gibt in den Büchern, aber gut. Aber dann verwendet sie Königskraut. Und die Achillespflanze kennen wir ja bereits aus dem Herrn der Ringe. Wenn Frodo mit der Morgul-Klinge verletzt wird, geht Aragorn auf die Suche zusammen mit Sam und kann das im Grunde verwenden. Aragorn kann das aber nur verwenden, weil er der rechtmäßige König ist. Und das Kraut nicht umsonst Königskraut heißt. Und ja, jetzt haben die Elben bestimmt wahnsinnig tolle Kräfte und können Magie wenden und gar keine Frage. Aber es macht keinen Sinn, das Königskraut zu verwenden, wenn ich kein König bin und dementsprechend diese Pflanze eigentlich gar nicht ihre Wirkung entfalten kann. Aber nein, Tauriel kommt natürlich, ach, ich weiß natürlich über das Königskraut Bescheid. Ist sowieso fraglich, ob das die Elben aus dem Grünwald wirklich gewusst haben. Aber darum möchte ich mich gar nicht streiten, aber dass sie dieses verwendet und ah, das hat mich so aufgeregt. Also das ist echt eine Szene, wo ich da sitze und denke, Steffi, Gänseblümchen, Gänseblümchen, Hundewelpen, Hundewelpen, das geht für mich überhaupt nicht, weil das komplett gegen alles spricht, was wir eigentlich über diese Pflanzen wissen, über diese Welt wissen, wie Elben Magie anwenden und eben auch besonders das Königskraut, dass das eben nur Anwendung kann, wenn der König es anwendet. Und es ist ja auch so, beim Herrn der Ringe im letzten Teil verwendet es ja Aragorn auch noch bei 2, 3 Leuten. Und auch da hat man darauf gewartet, dass der König kommt und es zubereitet. Und also, ach, das ist, ah, das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, aber sie können sich zumindest jetzt erstmal erretten und ja, es wird ihm Killy dann auch geholfen und diese Liebesgeschichte wird schon wieder so, wo ich denke, die sprechen nach 2-mal Sehen schon von Liebe. Hallo, das ist im Höchstfall irgendwie ein Flirt oder eine Anziehung. Und da möchte ich auch mal sagen, das werde ich im dritten noch ein bisschen ausführlicher machen, das macht für mich an dieser Stelle auch überhaupt keinen Sinn, warum auf einmal das alles so locker flocker zwischen Elben und Zwergen sein soll. Also das geht für mich überhaupt nicht. Dann sind wir aber nochmal am Erebor. Wir sehen, wie Smaug im Grunde vernichtet werden soll, wie er mit Gold eingegossen wird. Und man denkt schon, juhu, wir haben es geschafft. Aber nein, Smaug fliegt davon und die letzten Worte sind dann, ich bin Feuer, ich bin der Tod. Und wir sehen nur noch, wie er dann Richtung Seestadt fliegt und wie Bilbo sich fragt, was haben wir getan? Und dann kommt ein ganz besonderes Highlight. Es kommt dann Ed Sheeran mit I See Fire. Und ach, dann konnte ich mich im Kino tatsächlich etwas beruhigen. Also der Film, er ist noch okay. Also ich glaube, man merkt schon, dass sich doch einiges gerade in Bezug auf die Bücher zu bemängeln und zu bemeckern habe. Ich finde ihn von der Spannung und der Dynamik auf jeden Fall gut gemacht. Ich mag in vielen Szenen auch diesen 3D-Effekt. Das mit den Floß und der Stromschnelle, das halten wir mal außen vor. Ich fand es toll, wie das mit den Spinnen gemacht war, wie das Treffen mit Beorn so stattgefunden hat, der ja auch nochmal eine Rolle spielt. Ich verstehe aber viele Änderungen nicht. Also das mit Bart und dass der eine Familie hat und dass der Schmuggler ist und auch warum man die Truppe auf einmal teilt und das mit Tauriel verstehe ich schon gleich gar nicht. Also ich habe ja, glaube ich, den ersten Teil, ja, 7,5 Punkte gegeben. Ich würde hier definitiv weniger machen. Ich würde wahrscheinlich hier so auf 5,5 gehen. Also er hat schon sehr viel Schönes und optisch auch wirklich sehr viel Positives. Ich mag auch die Filmmusik von Howard Shore.
Aber es ist schon viel dabei, wo ich denke, warum? Und mir beantwortet die Frage natürlich keiner. Ich bekomme leider kein Gespräch mit Peter Jackson und wer weiß, ob der mir überhaupt was dazu sagen könnte. Natürlich macht es irgendwo Sinn, diese Doi Guldur mit einzubauen. Ja, da gehe ich vielleicht auch noch irgendwo mit, dass man diese Brücke eben einfach schlägt. Ich verstehe das mit Azog nicht. Ich verstehe das auch bis zum Ende nicht. Überhaupt auch dann das Ende am Chaos. Das Chaos am Ende, das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber ja, also... Er ist schon okay, er war spannend. Es war eben auch schön, zum Beispiel Legolas zu sehen, diese Verbindung zu sehen, Thranduil mal zu sehen, die Seestadt und dann wirklich Smaug. Smaug rettet für mich wirklich diesen Film, weil ich ihn als Charakter wirklich toll finde. Und ja, ich habe zwischendurch ja schon einiges an Erinnerungen auch erzählt. Ja, da ist natürlich schon einiges dabei, was hier sehr lose erzählt wird und weswegen der Film sich auch so ein bisschen in die Länge gezogen anfühlt. Also... Wenn man bedenkt, dass es ja vielleicht irgendwie nur 100 Seiten in einem Buch sind, für die wir fast 3 Stunden brauchen, ja, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen noch was anderes gewünscht. Also irgendwie vielleicht kürzer, vielleicht weniger Änderungen, aber ja, also ich würde mich vielleicht auf 5,5 Sterne begeben. Und Smaug rettet hier definitiv einiges an Punkten, oder Punkte, keine Sterne, ja. Ja, also der zweite Teil schon nicht mehr so begeistert wie vielleicht noch im ersten Teil, auch weniger dieses Zuhausgefühl, auch wenn es sehr viele schöne Szenen definitiv mit Bilbo gab und auch so mit Gandalf, das mag ich sehr gerne, wenn diese Gruppendynamik der Zwerge auch so ein bisschen aufkommt, also es macht schon Spaß, aber es ist mir manchmal auch einfach zu anstrengend, das eben so als Mittelerde-Fan so diese Änderungen, die so willkürlich sich auch irgendwie anfühlen, irgendwie so hinzunehmen. Ne? Also, ach, das ist nicht immer ganz einfach. Aber ja, das waren jetzt meine Gedanken zum zweiten Teil, zu Smaugs Einöde. Ich bin sehr gespannt, wie euch der zweite Teil so gefällt. Lasst uns hier gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Und ich bin auch sehr gespannt, ja, was ihr so zu meinen Gedanken sagt, ob ich total abstrus irgendwie, ja, vielleicht zu buchfanig, buchnerdig bin. Das kann durchaus sein, davon kann ich mich, glaube ich, auch gar nicht loslösen und ich kann auch den Film nicht komplett losgelöst von dem Buch betrachten, aber ja, lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Und dann wird als nächstes der dritte Hobbit-Teil folgen und da kann ich schon mal sagen, dass es, glaube ich, viel mehr Negatives als Positives gibt. Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken, freue mich da auf jeden Fall auf den Austausch in den Kommentaren. Die Playlist, wo oder auch dann das erste Video drunter ist, findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.